Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Durden TV. Gimme Danger, das wird hier gefordert. Wir sollen die Gefahr geben. Das wollen wir aber natürlich nicht. Wobei, das können wir ganz gut. Wir können gut austeilen, muss ich sagen. Vor allem auch mittlerweile, ne, mit Skippy und den ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Und ja, wie gesagt, damit willkommen zurück zu einer neuen Session. Wir starten hier in diesem kleinen Etablissement, in dem ich die letzte Session beendet habe. Ganz random, muss ich sagen, muss ich gestehen. Aber warum nicht? Und sie ist gut zu Durste. Ja, ist doch schön. Ja, das Ganze wieder live auf twitch.tv/DaveDurdenTV. Warum fliegt da was? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was mir der Künstler damit sagen möchte, aber okay, okay. Geht klar. Ja, sie möchte auch nicht mit mir reden. Wir müssen so ein bisschen, was die... Was die Hauptmission angeht, auf Takemura warten, der ja sich immer ganz gerne mal ein paar Minuten, Stunden Zeit lässt. Er muss ja die Sachen erstmal durchplanen. Wir wissen das ja alles. Deswegen würde ich vorschlagen, wir sind jetzt hier. Ah, wir könnten... Hier ist relativ wenig tatsächlich, ne? Überfall im Gange. Neutralisiere die Gegner und sichere Beweismaterial. Ich glaube, das machen wir mal. Wir wagen uns einfach mal wieder so ein bisschen dran zum Aufwärmen. Was ich sagen wollte, genau, alles wieder live natürlich und unzensiert, wie immer. Unter anderem mit Lirael, die da ist. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es auf jeden Fall super. Ich habe vorhin vor dem Stream noch ein sehr, sehr nettes Gespräch gehabt mit einem amerikanischen YouTube-Kollegen, mit dem ich demnächst wahrscheinlich ein bisschen kollaborieren werde. Sehr, sehr netter Kerl. Und generell gestern, ich glaube, 1,5 Stunden spazieren gewesen im Schnee. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute den 9.2., Geburtstag meines Opas. 85 ist er geworden. Und gestern habe ich einen 1,5-stündigen Spaziergang gemacht, auch einen kleinen Livestream. Und... Du Arsch. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also mal echt so richtig im Schnee. Wir haben ja, also momentan, so viel hat es, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland nicht geschneit. Zumindest nicht da, wo ich lebe. Im Sauerland. Mein Kind, ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit dir geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Mhm. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, B. Details findest du an bei. Ach ja, die wandelnde E-Mail. Wackerko. Ja, schauen wir uns natürlich auch gleich mal an. Beziehungsweise, weißt du was? Du Zuschauer, weißt du was? Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Bugbear, okay. Die haben es aber mit Bug, ne? T-Bug, Bugbear, irgendwie Bug Factory. Nein, A Bug's Life. 24 ist er und schon Netrunner. Da hat jemand Karriereambitionen, würde ich sagen. Ich habe heute Mittag mein Auto vom Schnee befreit. Bei uns im Ruhrgebiet mehr als 60 cm Schnee. Es ist krass, ne? Also ich weiß nicht, wie viel hier das so der Fall war. Aber das waren auch sicherlich, weiß ich nicht, 20, 30, 40 cm hier und da. Ich dachte, ich müsste da rein. Ja, ist schon interessant, was hier so alles immer abgeht. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Also, was können wir mal machen? Wir machen mal das hier. Dann machen wir mal das hier. Dann machen wir... Na, hallo? Komm. Ach, Mann.
Synapsen-Burnout. Was gönnen wir dir? Dir gönnen wir gerade nicht so viel. Dir gönnen wir einen Waffenglitch. Irgendwas ausschalten noch oder so? Können wir mal breachen? Können wir mal ein bisschen breachen zum Beginn, ne? Ist ja auch schön. Okay, gut, das war... Der Tobi, schönen guten Abend! Mein Guter, ich freue mich, dass du da bist. Sehr, sehr schön. Wie geht's dir? Wie ist das Schneetreiben da, wo du wohnst? Würde mich mal interessieren. Beziehungsweise von allen anderen natürlich auch. Was hast du schon? Achso, nee, ich muss das Beweismaterial natürlich noch sichern. Richtig. Aber ich glaube, was die Gegners angeht. Jo. Okay, das ging schneller als gedacht. Mir geht es gut. Sehr viel Schnee. Sehr, sehr schön. Wie stehst du denn dazu? Würde mich mal interessieren. Bist du eher so Fraktion pro Schnee oder Anti-Schnee? Es gibt ja auch sehr viele Leute, die mögen es gar nicht. Anders ausgedrückt, manche mögen es heiß. Ha. Aber ich persönlich mag Schnee tatsächlich ganz gerne. Einfach aus dem Grund, weil er nicht so häufig vorkommt. Andererseits muss ich dazu aber fairerweise auch sagen, ich bin aktuell kein Autofahrer. Deswegen, als ich noch Auto gefahren bin, also als ich noch ein Auto hatte, ich werde demnächst wieder eins haben, aber ja. Da ist das natürlich immer eine andere Sache, ne? Mit kommt man weg, angeschoben werden oder nicht. Fraktion pro Schnee bist du, das ist sehr, sehr schön. Fuck. Na gut. Hat man das Emote bei meinem Hallo gesehen? Weil wenn ja, holy Schnitzel, war Twitch dann gehen schnell mit dem Bestätigen. Ja, hat man gesehen, genau. Ein Hase, ne? Hase. Hasen. Muss ich wieder an Bugs Bunny auf Zeitreise denken. Sehr, sehr schönes, kleines PlayStation 1 Spiel, was ich mal zu einem Teil, zumindest in einem Stream Let's Play gestreamt habe vor etlichen Jahren. Aber nie beendet, weil es dann doch teilweise einige nervige Momente hatte. Hatte aber auch ein Let's Show mal dazu gemacht, was man auf meinem YouTube-Kanal finden kann. Dave in Durden TV. Der Name. So. Jetzt haben wir hier eigentlich schon echt viel abgefrühstückt in dieser Ecke, oder? Also hier, gut. Wenn man rauszoomt, natürlich nicht so wirklich, aber ja, hier so. Fahrzeug kaufen. Aktuell nicht so. Tarotkarte, Graffiti. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Ach ja. Das könnte das sein, wo wir mal waren, bei dieser komischen Station da in der Wüste, wo ich mich gefragt habe, diesem Radar-Kontroll-Tower oder was das ist, wo ich mich gefragt habe, was machen die da? Tja, was machen wir? Das ist jetzt auch die Frage, was machen wir denn? Oh, das hier mal. Wie gesagt, wir warten ja so ein bisschen darauf, dass Takemura... Ich könnte die Zeit natürlich auch vorspulen, das weiß ich. Aber auch nö. Meine, die Kartoffeln. Ach so, du meinst die Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln sieht man auch. Ja, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Dieses schnelle Fahren und Gedöns. Gerade mit diesem Auto natürlich sehr... Upsala, da war noch einer. Sehr gefährlich. Jetzt hau mal ab da. Ach ja, das ist richtig.
Vor allem, ne, zwei Spuren im Prinzip. Und wo fährt er genau mittig? Das ist eine Sauerei. So, preisverreckter ist das da. Wo müssen wir jetzt hier? Hier müssen wir runter, ne? Der, oh Mann, ich erkenne das manchmal auch erst spät. Wow. Also ich bin nicht der Beste. Oh ja, da. Der Beste. Irgendwann, ich warte darauf, dass ich irgendwann mit einem Polizeiauto zusammenstoße. Wobei ich gehört habe, dass das mit der Polizei hier sowieso ein bisschen schwierig ist. Ich habe da nie wirklich drauf geachtet, aber es kann gut sein, dass es so ist. Ach ja, macht ihr mal. Dass die Polizei einfach manchmal hinter einem spawnt und so und das alles nicht so sinnvoll umgesetzt ist, rein vom Game Design und so. Das kritisieren auch manche. Das, also ich meine, mir ist es auch schon mal so aufgefallen, dass die Polizei dann auf einmal irgendwie da war, obwohl da vorher nie irgendwie was ansatzweise zu sehen war von der Polizei oder so. Ach du Scheiße. Ach, ist das hier nicht dieses eine Hotel, wo wir bei Placid waren oder so? Nee. Sag mal, was ist das hier? Ja gut. Och, Regina. Hey, beim NCPD wurde ein Cyberpsycho gemeldet. Und sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die wohl Schiss bekommen, oder... Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Ich muss weg. Was geht hier? Warum? Ich breach mich einfach mal. Was macht er da? Scheiße. Ah. So. Was macht er da? Okay. Matt Lior. Wer ist das? Ist das schon meine Aufgabe? Ich glaube nicht, oder? Ich bin einer. Oh, Regina, geh mir doch nie auf die Nüsse. Entschuldigung, Leute. Ah. Oh. Vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Was ist das hier? Und warum? Oh, Tobi hat einen halben Roman geschrieben. Okay, ich muss gleich mal... Lese ich mir gleich mal durch? What? Hallo? Was ist los? Kann nichts machen? Nö, ach, braucht ihr nicht leid tun, Tobi. Keine Sorge. So meinte ich das nicht. Ja, ich würde ja gerne. Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwie. Kannst du mich erschießen? Ich sag's ja ungern, aber. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, ich, ja. Weil ich kann nur noch hinzufügen, dass ich Crash Transcendency heute einmal komplett auf 100% geballert habe und das zum ersten Mal. Hab's davor einmal auf 93% gehabt, aber nicht beendet bekommen, weil ich nicht wusste, wie ich eine Stelle beim Final Boss machen muss. Das habe ich dann somit heute nachgeholt. Ah. Aber coole Emotes tatsächlich mit den, wie bisschen auf die, okay, Potato, Kartoffel, ja. Ich sollte vorher überlegen, bevor ich Fragen stelle manchmal. Ja, irgendwie, es tut mir leid, Leute. Ich muss das neu laden. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Es ist, irgendwie war das ein bisschen ungünstig. Aber wer ist auch Matt Lior, oder wie er hieß? Das war ja nicht unsere Nebenmission, die ich jetzt markiert hatte, ne? Das war jetzt nochmal was anderes. Aber das passt doch. Oh, Regina! Alter! Hey, beim NCPD wurde ein Cyberpsycho gemeldet. Und sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt.
Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen, oder... Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Danke dir. Machen die einfach nur Schießübungen hier? Egal, ich knöpfe mir die vor. Hey, bevor es zu spät ist. Wer greift an? Darf ich dich bitte... an den Kopf geworfen. Aber der hat das geile Husch-Implantat, nenne ich es mal. Das ist cool. Der ist ganz schön fix, der Typ. Aber nicht fix, ist fix genug für mich. Nein, ich sehe mich besser um. Ja, ich glaube, das war doch, nee, das war jetzt aber... War das der Cyber... Moment, war das der Cyberpsycho? Von dem sie gerade beim Telefonat gesprochen hat? Das kann ja nicht sein, oder? Ich meine, kann schon sein, ne? Aber... Also das wäre entweder... Okay, also entweder der Anruf wurde jetzt getriggert, weil ich hier war, oder es war jetzt wirklich ein krasser Zufall, dass ich genau da war, wo sie mich hinhaben wollte. Cool. Zugangspunkt. Okay. Das habe ich jetzt also irgendwie... Hab die vor weniger als 5 Minuten reingepackt, hat eine Kollegin mir gemacht. Ach cool. Ja, meine hat der Rick tatsächlich. Also gut, meine sind jetzt ja auch nicht gezeichnet oder so. Meine sind einfach nur Fotos von Katzen bisher. Aber ich habe auch durchaus vor. Hi. Da auch natürlich irgendwann nochmal abzugraden. Nach und nach. Vielleicht auch mit Gezeichneten. Ich kann halt nur nicht selber zeichnen, das ist das Problem. Das heißt, da brauche ich auch jemanden, der das gut kann. Der Rick hatte mir, glaube ich, schon angeboten. Wobei, ja gut, zeichnen ist er jetzt auch nicht so drin. Alina kann natürlich ganz gut zeichnen. Was ist das hier? Ah, ich habe ja den Doppelsprung. Ich habe ja den Doppelsprung. Nein, du sollst dich verbinden. Genau, der Hugo, der ist er. Scheiße. Nice. Okay, das war sehr geil. Das steht zwar immer noch nicht so ganz, was... Warum? Durchsuche die Umgebung nach Informationen. Bezieht sich aber schon hier drauf. Cool. Habe ich auch noch nie gemacht. So groß ist der Bereich ja hier nicht, ne?